Herzlich willkommen zu Autospielen und einer neuen Folge von Zeig den Hobel. Heute mit Sven. Hi Sven. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, immer gerne. Sag uns doch mal, was du uns mitgebracht hast. Ich habe mitgebracht einen Golf 3 GTI, Baujahr 93. Mhm. Den setzen wir hier oben am Nürburgring in der GLP, in der RCN ein, teilweise auch im Touri-Verkehr. Und ist so ein Allround-Auto, was ziemlich viel Spaß macht. Okay, alles klar. Habt ihr auch selber aufgebaut? Genau, richtig. Den haben wir Serie gekauft. Ja. Alles, was du jetzt hier in Modifikationen siehst, Käfig, Sitze, Gurte, Feuerlöcher, alles umgebaut von uns, muss ja auch dem Reglement der RCN entsprechen. Okay. Das ist halt so das Wichtigste. Alles klar. Okay, wunderbar. Und du hast mir gerade schon erzählt, ihr rüstet praktisch gerade um. Also ihr fahrt noch 325 Is, ist das richtig? CE, das Coupé, genau, von BMW. CE. In der VLN, ne? VLN und RCN. Alles klar, gut. Da musst du mir gleich ein bisschen was zu erzählen. Das ist nämlich sehr spannend. Und dieses Auto praktisch wird aus eurem Fuhrpark ausrangiert. Genau, so sieht's aus. Das heißt, der ist eigentlich schon verkauft. So sieht das aus, richtig, genau. Das Auto haben wir seit 2009. Ja. Und haben jetzt gesagt, auch bei uns soll es weitergehen, die Entwicklung und so weiter und so fort. Deswegen tun wir das Auto jetzt weg mit einem lachenden und mit einem weinenden Auto. Ja. Haben aber dafür auch Möglichkeiten, dann halt anderweitig noch aktiv zu werden. Okay, das ist also ein würdiger Abschiedsgruß. Genau, so sieht es aus. Das euch, ich glaube, viel Freude gemacht hat. Genau. Ist ein 8-Ventiler, ne? Genau, das ist der kleine GT mit den 115 PS. Okay. Macht aber trotzdem Spaß. Okay. Ich bin gespannt. Noch nie so ein Ding gefahren. Also, ja dann. Voll cool. Ja, zum ersten Mal. Es gibt immer noch erste Male. Ja, muss auch sein. So, jetzt hast du gerade einen Lüfter angemacht? Genau. Das ist ein E-Lüfter? Nee, das ist der Motorlüfter, den haben wir auf manuelle umgebaut. Da hatten wir schon mal Theater in der RCN mit, beim Golf 2 GT, den wir früher eingesetzt haben. Ja. Haben wir einfach gesagt, aus Sicherheitsgründen bauen wir den auf manuell um. Ja. Das heißt, wenn da ein Defekt am Lüfter sein sollte, dann fällt das direkt auf, man kann es auch stehen lassen. Also ihr macht es nicht mal über Thermoschalter, sondern jetzt darüber. So sieht es aus. Okay. Und ihr seht, dass der läuft woran? Der Lüfter? Ja, das hört man. Okay, wenn es also steht. Okay, weil ich höre es jetzt nicht. Ja, jetzt nicht, aber ist eben gelaufen. Okay, alles klar. Cool. So, du hast gesagt, ihr seid damit gefahren GLP, RCN auch mit dem? Genau, richtig. Und Touris auch? Ja, Touris auch. Ja. Meistenteils aber GLP, weil das halt wirklich als Einstieg die ideale Lösung ist. Also auf dem Fahrersitz, wo du jetzt sitzt, da saßen auch schon sehr viele Leute, die damit ihre ersten Runde auf der Nordschleife überhaupt gefahren sind. Also das Auto hat viel Geschichte zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also da saßen auch schon Leute drin, die ihren Weg in der GLP angefangen haben, über die RCN gegangen sind und dann bis in die VLN mit uns gegangen sind. Ja, richtig, genau. Dann sagen wir doch mal, wie heißt dein Team? Das ist Öpen Motorsport. Öpen? Genau, Öpen geht zurück auf meinen Partner, den Ingo Öpen. Ja. Das ist quasi der Teamgründer. Okay. Der ist mit dem Golf 2 GTI, den wir damals hatten, ist er angefangen in der GLP im Touri-Verkehr, Anfang der 2000er. Okay. Ich bin 2007 dazu gestoßen und seitdem sind wir unseren Weg zusammengegangen, haben aber den Namen Öpen Motorsport weiter beibehalten. Alles klar. Der Tradition. Ja, genau. Wegen, so sieht's aus. So sieht's wunderbar. Aus. Und apropos Tradition, ich sehe hier 283.418. Genau. Das ist der Kilometerstand von der Karosse oder? Karosse, Motor, Getriebe. Komplett? Ja. Matching Numbers sozusagen. So sieht's aus, genau, richtig. 283.000. So sieht's aus. Und gar nicht so wenig Rennbetrieb offensichtlich, schätze ich mal. Ja, Rennbetrieb kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Sagen wir mal Streckenbetrieb, nicht wenig davon. Nee, nicht wenig. Ich denke mal, das sind so 10.000 oder so ungefähr. 10.000? Kann ich aber jetzt nicht genau sagen. Das geht ja sogar fast noch. Also ich hätte gedacht, das ist ja sogar noch mehr. Das heißt, ihr habt das Auto mit wie vielen Kilometern gekauft? Das kann ich auch noch nicht mehr so genau sagen. Der hatte auch schon, also auf jeden Fall über 200.000 drauf. Okay, und dann umgebaut zum Rennwagen. Genau. Was habt ihr denn da gemacht, als ihr das gemacht habt zum Rennwagen? Also, weil, gut, klar, ist nicht Serie, aber habt ihr den Motor revidiert da nochmal? Was heißt revidiert? Wir haben natürlich Service gemacht, aber wir haben jetzt nicht den kompletten Motor rausgebaut und aufgemacht und Teile getauscht oder sowas. Sondern ist so geblieben? Genau, richtig. Es ist halt auch immer eine Sache vom Verhältnis her. Ich weiß, dass ihr ja auch, glaube ich, viele Touri-Fahrzeuge porträtiert. Wenn du RCN fährst, liegt es teilweise etwas anders. Also da kannst du auch schon mal sagen, ich fahre jetzt das Auto, ich fahre den Motor jetzt, auch wenn er schon viele Kilometer gelaufen hat. Ja. Und wenn er irgendwann mal kaputt ist, stopfe ich einen neuen rein und gut ist. Aber bis dahin kann ich schon fahren. Dann bist du im ungünstigsten Fall in der RCN ausgefallen für den Lauf, aber bist kostengünstig gefahren. Ja, okay, alles klar. Gut.
Das ist im Motorsport wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen so eine Abwägungsfrage, ne? Ja, genau. Ich meine, gerade wenn es Breitensport ist im Motorsport, richtig, genau, kein professioneller Motorsport, genau, da sieht das Ganze ja nur wieder praktisch 180 Grad anders aus. Ja, genau, ne? Genau, richtig. Ja. Also dazu kann ich dir auch eine kleine Anekdote aus letztem Winter erzählen. Unser erster BMW, den wir aufgebaut haben, ja, der hat jetzt 210.000 drauf. Ja. Und da haben wir einen Kopfdichtungsschaden vermutet. Ja. Haben den letztes Jahr noch in der VLN laufen lassen. Okay. Haben im Winter uns ein Schlachtauto gekauft für sagen und schreiben 500 Euro. E46, genau. Haben uns da den Motor rausgeholt. Ja, genau, genau. Haben da den kompletten Motor rausgeholt mit 124.000 auf der Uhr. Okay. In unser Auto rein, fertig. Und für 500 Euro machst du keine Motorrevision. Und so weitergefahren. Und so weitergefahren. Und funktioniert. Richtig, genau, genau. Ja, das sind einfach Panzer, ne? Die Sechszylinder. Ja, genau, genau, richtig, richtig. Das ist richtig geil. So, aber jetzt sitzen wir in einem VW und nicht genau in einem BMW. Sag uns doch mal, was habt ihr hier gemacht an dem Auto? Also was ist verbaut einfach, sagen wir mal so. Ja, also was ist verbaut? Erstmal das Wichtigste, der Überrollkäfig, ja, der konform ist mit dem Regularien vom DMSB. Das ist ein Vichas oder was? Das ist ein Vichas-Käfig, ja, richtig, genau, genau. Mit A-Säulenabstützung. Genau, A-Säulenabstützung, das heißt, es ist Eigenbaukonstruktion. Okay. Ist kein FIR-Zertifikat, aber okay, haben wir jetzt nicht für notwendig erachtet. Ja, okay. Dann ist natürlich alles rausgeflogen, was keine Miete zahlt, ja, sprich Verkleidung, sprich die Sitze natürlich, die wir so auch nicht in der RZN fahren dürfen. Ja. Da haben wir jetzt Schalensitze drin. Wir haben heute die 4-Punkt-Gurte verbaut. Ja. Wenn RZN gefahren wird, sind das 6-Punkt-Gurte. Ja, da habt ihr also ein bisschen Rücksicht auf mich genommen, damit ich mich nicht, ja, genau, ganz so kompliziert, genau, anschnallen muss hier. So sieht's aus. Richtig. Dann haben wir noch ein Feuerlöscher im Auto drin, ja, und dann noch so ein paar kleine Anpassungen, wie zum Beispiel Kamerahalterungen für unsere eigenen Onboard-Aufnahmen. Ja. Notaus, der ist vorgeschrieben. Alles klar. Der gehört dazu. Sowas halt. Okay. Fahrwerksmäßig? Da ist von Bilstein das B16 drin. Okay. Ich behaupte mal, das ist so von Bilstein das Beste, was man für die Straße kriegen kann. Ja. Es ist kein reines Rennsportfahrwerk, ja, aber das ist ja auch ein ja, Allround-Auto. Ja. Da finden wir das auch nicht unbedingt notwendig. Ja, okay. Was kostet ein Fahrwerk ungefähr? Ah, ich denke mal so 1.500 okay, ungefähr. Okay. Nur das Fahrwerk solltest du anlegen, wenn ja, du noch ein bisschen, also, mehr. So, und jetzt sind wir gerade bei Kosten. Ja. Golf 3 ist ja relativ günstig im, ja, Moment noch. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht so, wie die Preisentwicklung aussieht. Ich denke mal, die werden auch ein bisschen teurer. Kann gut sein, ja. Wenn du ungefähr so über einen Daumen mal peilen müsstest, was ihr angelegt habt für das Auto, weil ich finde es immer mega interessant, wenn man Motorsport halt möglichst kostengünstig betreiben, ja, kann, ja, ne? Weil das artet ja so schnell aus, ja, und ich glaube, das interessiert auch vielleicht den einen oder anderen, was man ungefähr anpeilen muss, wenn man so ein Auto sich aufbauen möchte. Vielleicht, ja, überlegt es ja der eine oder andere auch. Ja, ganz schwieriges Thema, gar keine Frage. Das Auto, so wie es hier steht, ist ja konform mit der RZN. Ja. So. Grundsätzlich, wenn du so ein Auto aufbauen möchtest, nach DMSB-Handbuch, sei es für die RZN, sei es für die VLN, würde ich, ja, schon mindestens 10.000 Euro anpeilen. Okay, alles klar, wir lassen mal den Moped-Fahrer fahren, wir wollen ja niemanden ja, genau, nerven und so. Genau, richtig. Ja. Also 10.000 Euro solltest du mindestens ansetzen, ja, weil du willst das Auto am Ende fertig da stehen haben. Ja, du willst ja nicht sagen, so jetzt ist das Geld zu Ende, das Auto, ja, ist nicht fertig da. Nee, nee, also aber 10.000 habt ihr hier auch ungefähr investiert. Sicherlich, ja, genau, ja, genau. Das ist jetzt alles schon ein paar Jahre her. Ich kann ja, dir jetzt, ja, die Zahlen auch nicht mehr im Detail nennen. Nee, nee, es ist halt auch nach und nach ein bisschen was dazugekommen. Ja, das Auto, ja, ist ja nicht direkt von Anfang an in der RZN gelaufen. Ja, okay. Das Auto ist am Anfang Trüllverkehr und GLP gefahren. Okay. Und dann kam irgendwann der Step, der nicht mehr groß war, noch die letzte Modifikation für die RZN, ja, zu machen. Ja, wenn, okay, du bedenkst, so Käfig solltest du mit 2.000 Euro berechnen. Die Anschaffung des Autos an sich, gut, die ist individuell. Ja, ne? Weißt du, was die kosten im Moment ungefähr, so die Dinger? Habe ich jetzt aktuell keinen Überblick, ja, drüber. Aber wäre ich auch sehr vorsichtig, kommt auch sehr stark auf den Zustand vom Auto, ja, an. Ja, klar, ne? Also natürlich. Und dass so einer je teurer ist als irgendwie so 0815, ja, genau, Golf genau, 3, genau, ist dann, genau, ja auch, genau, klar. Ne? Da würde ich mir auch, kann ich auch nur jedem Zuschauer den Tipp geben, mir das Auto auch genauestens angucken, auch von, ja, unten, gerade was so Rost angeht. Ja. Das war 1993 vielleicht auch noch ein Thema gewesen, ja, ja, heutzutage vielleicht nicht mehr so sehr. Ja, ich glaube auch heute leider immer noch. Ich, ja, wenn man so ein bisschen rumguckt, das ist also nicht unbedingt besser geworden, ja, genau, bei vielen Herstellern. Genau, genau, genau. Also ich würde jetzt nicht auf das
auf das allererste Sonderangebot gehen. Ja, okay, alles klar. Treuer Begleiter? Nee, im Großen und Ganzen ein treuer Begleiter. Verschleißteile, gut, die wechselst du nach und ja, nach. Ja, aber ich gehe so auch kostenmäßig bei so einem Auto noch, ne? Ja, alles im Rahmen, genau. Aber dass wir große Schäden in dem Sinne hatten, nicht. Nee? Da hatten wir kein Problem mit. Das ist cool, ey. Du hast vorhin gesagt, Getriebe ist immer so ein bisschen Schwachstelle, sag ich jetzt mal. Ja, auch. Haben aber ansonsten bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Okay. Ist eine Schaltwegverkürzung drin, da okay. Ist wichtig, sauber zu schalten. Ja. Ich glaube, bei den modernen Autos, da brauchst du nur den Knüppel so ein bisschen in die Richtung deuen und dann macht der Rest von alleine. Ist hier nicht so. Da hatten wir hin und wieder mal, je nach Gastfahrer, ein bisschen Theater mit, dass der dritte Gang auf einmal weg war. Aber das ist halt auch nur ein Teil im Motorraum, was du wechselst und dann ist wieder gut. Ja, also nicht, okay, das große Kosten verursacht. Ja, okay, wunderbar, wunderbar. So, und du hast gerade, es sind 8 Ventiler, ne? Die 16 genau. Ventiler werden, glaube ich, deutlich teurer im Moment als die 8 Ventiler. Da wird es einen Unterschied geben, ne? Richtig, genau. 115 PS? 115 PS, genau. Richtig, ja, richtig. Aber das ist einfach, wenn die Autos relativ leicht sind, das ist nicht, also heutzutage, die Hersteller werfen mit den Zahlen also so um sich und man denkt, 115 PS, das fährt nicht mal vorwärts. Ja, richtig, aber das tut es nicht. Das ist kein so langsames Auto. Wir haben ja noch nicht Gas gegeben, richtig, aber es ist nicht so lahm. Das kann man wirklich nicht sagen. Genau, ne? Also, und wie gesagt, es involviert den Fahrer. Du musst das Auto ausdrehen, du musst mit dem Schwung arbeiten. Genau. Ne? Und, ja. Du müsstest eigentlich auch schon hier auf den kurvigen Landstraßen gemerkt haben, dass das Fahrwerk sehr viel ausmacht. Auch ja, also ja klar, wir sind ja noch nicht wirklich schnell gefahren, deswegen ist es natürlich schwer, da jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen. Aber ja, so das, was ich jetzt von den paar Kurven sagen kann, ist nicht schlecht auf jeden Fall. Nicht gut. Und es macht einfach Spaß, ne? Es involviert dich ins Fahren. Genau, so, ne? Genau. Und es hört sich auch noch gut an. Was ist für eine Abgasanlage? Die Serie. Serie, okay, alles klar. Ja, sieht gut an für eine Serienanlage. Ja, genau. Ja, habt ihr Glück gehabt. Genau. Nein, aber der Vollständigkeit halber muss ich sagen, das ist alles konform. Ja, ja. Das ist mit der Straßenzulassung konform, das ist mit dem DMSB-Reglement konform. Sonst dürften wir auch gar nicht in der RCN so fahren. Ja. Also da kontrollieren die auch was Lautstärke angeht. Ja, ja. Ist ja gerade am Nürburgring ein großer Punkt, Lautstärke-Regelung, und das passt. Ich finde Golf 3 irgendwie cool, ey. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ein cooles Auto. Es war halt auch, das war die Zeit, zu der haben sich meine Eltern das erste neue Auto mal gekauft. Ja. Es war dann kein Golf 3, aber der stand zumindest zur Debatte und den fand ich einfach cool. Und dann irgendwie bleibt das drin halt, ne? Ja, genau. So, genau. Wenn man damit so eine Verbindung zu so einem Auto hat. Ja, vor allem hast du noch nicht so viel Elektronik drin. Nee. Und ohne Scheiß, es macht richtig Spaß. Ja, genau. Das ist jetzt nicht mega schnell, aber ist halt auch nicht lahm, ne? Genau, genau. Und fahren lernen tust du mit so einem Ding. Ja, eher als so 400 PS Kavenzmann. Ja, nimmst Schwung mit. Voll geil. Und ich finde, das sieht gut an, echt. Das ist gut. Macht Spaß. Genau. Ist auch eine hydraulische Servolenkung, ne? Damals gab es ja noch keine Servolenkung. Genau. In den guten alten Zeiten. Genau, richtig. Cool, ey. Sehr, sehr cool. Also man muss schon auch ein bisschen zupacken bei dem Getriebe. Ja, genau, ich weiß genau, nicht, ob das an dem Getriebe an sich liegt oder ob das vielleicht auch an 283.000 Kilometer liegt. Ja, ich denke mal, eine Mischung aus beiden wird sein. Aber es funktioniert. Also, und ich finde es jetzt auch nicht so derbe unpräzise. Das kann man wirklich nicht sagen. Nö, das passt schon. Na? Boah. Ja, das war sportlich, ne? Respekt. Puh. Hab ich auch gedacht. Ja, gut. Hat ja gepasst. Ja, sehr cool, ey. Und mit dem Motor auch keine Probleme, ne? Kein großartiger Ölverbrauch oder so? Nee, gar nicht. Ja. Gar nicht. Das finde ich einfach geil, dass man so ein Auto aufbauen kann. Das ist nicht todesschnell, aber du kannst damit fahren lernen, du kannst daran schrauben lernen. Ja, genau. Ja.
und du kriegst noch viele Teile. Es ist nicht das krasse Sammlerstück irgendwie. Genau. Also ja. Und es macht einfach viel Spaß, gerade auf der Landstraße, finde ich auch, selbst wenn es ein Rennauto ist, weil du dann einfach viel Optionen hast. Du kannst ausdrehen, du bist nicht sofort völlig illegal geschwindigkeitsmäßig. Na genau. Es ist kein super großes Auto, das heißt, du hast mehr Linienwahl praktisch. Das ist echt super, ey. Mega geil. Ja, und kannst auf der Nordschleife auch schön die Linie lernen. Ja. Das gehört dazu. So, jetzt haben wir gar nicht so viel über das Auto geredet, sondern mehr über allen möglichen anderen. Aber du musst mir trotzdem noch mal was sagen. Ja. Über alles mögliche andere. Und zwar, wenn ich jetzt praktisch zu euch komme und sage, ey, das, ich finde euch cool und ich könnte mir das gut vorstellen, praktisch bei euch als Paydriver zu fahren. Mhm. Wie läuft das und was muss ich dann rechnen? Das kommt auf an, was du fahren möchtest. Ja. Es gibt die GLP hier am Ring, es gibt die RCN, es gibt die VLN. Ja, wir haben angefahren RCN, das ist so irgendwo in der Mitte. Ja, RCN bedeutet, du brauchst mindestens die nationale A-Lizenz vom DMSB, ohne darfst du nicht fahren. Ja. Die nationale A-Lizenz kannst du dir erfahren in der Gleichmäßigkeitsprüfung, in der GLP, indem du an drei Läufen teilnimmst und vom Ergebnis her unter den ersten 75% liegst. Ja. Ist ein bisschen zeitaufwendig, kannst aber die Nordschleife dann lernen in dem Zusammenhang. Kannst das Ganze auch über einen Lehrgang machen, der angeboten wird, hier auf irgendwelchen Flugplätzen oder wie auch immer. Und da kannst du auch die nationale Lizenz erwerben. Da habe ich da meine Lizenz damals auch gemacht. Erwerben. In Bitburg. Ja, genau, genau, sowas. Richtig, genau, genau. Das kannst du machen. Ja. Dann hast du den Weg frei in die RCN. Ja. Da bieten wir, wie gesagt, zwei BMW E46 an. Mhm. Wobei wir den einen vorrangig in der RCN einsetzen, den anderen vorrangig in der VLN. Mhm. RCN sind 15 Runden, die man sich teilen kann vom Fahren her. Der eine Fahrer 7 Runden, der andere Fahrer 8 Runden. Mhm. 8 Runden. Und anlegen oder rechnen solltest du bei so einem Auto, das ist also die BMWs sind Autos für die V4, solltest du pro Turn, also entweder die 7 oder 8 Runden, schon so irgendwo im Bereich 1000, 1500 Euro solltest du anlegen. Klingt jetzt nach sehr viel Geld. Yeah. Aber nicht nur wir bieten solche Fahrzeuge zu mieten an, sondern auch andere Teams. Und da steckt halt auch sehr viel Arbeit hinter, sehr viel Know-how. So ein Auto muss erstmal aufgebaut werden, sage ich jetzt mal. Das muss dem Reglement entsprechen. Das hat laufende Kosten mit sich und das ist halt nicht einfach nur mal eine Touri-Runde zu fahren. Das ist einfach so. Wenn alles, und die Preise beziehen sich natürlich darauf, wenn alles heile bleibt, ne? Das kommt dazu, genau. Wenn ich Kernschrott mache, dann... Dann müsstest du natürlich auch bezahlen. Ja. Das ist halt einfach leider so. Ne? Es gibt ja auch Versicherungen, glaube ich, für sowas, aber das ist unheimlich teuer, ne? Ja, macht aber nie nach dem Sinn. Okay. Das macht je nach dem Sinn. Also ich sag jetzt mal, die Leute, die jetzt so RCN, VLN kennen, die sehen, es gibt da kleine Autos, die mitfahren, es gibt große Autos, die mitfahren. Versenkst du in der VLN so ein GT3, bist du schnell über den sechsstelligen Bereich. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt so ein E46 bei euch fahre. Ja, aber auch. Also wir haben da ein Angebot, sag ich jetzt mal, wo wir eine vierstellige Selbstbeteiligung haben, wo wir aber einen fünfstelligen Fahrzeugwert haben. Okay. So, und da ist dann die Frage, im Totalschadenfall. Ja. Zahle ich jetzt einen fünfstelligen Fahrzeugwert? Ja, also wir bewegen uns so im Bereich 20.000 Euro. Ja. Oder zahle ich eine vierstellige Selbstbeteiligung? Ja. Was heißt, was ist die Selbstbeteiligung? Die liegt bei uns bei 4.000 Euro. Okay. Also was halt nicht bei uns, sondern bei der Versicherung. Okay, gut. Und dann das kann man sich ja wirklich überlegen, ne? Das kann man sich überlegen, genau. Und was kostet so eine Versicherung dann ungefähr für so einen Lauf? Bei der RCN liegen wir da bei 400 Euro, bei der VLN liegen wir bei 500 Euro. Ja, ist aber ein ganz schwieriges und ganz großes Thema. Das muss man wirklich individuell absprechen. Wenn ich jetzt sage, ich setze mich zum Beispiel auf so ein Cup Clio in der RCN, in der VLN, dann kann die Versicherung wieder anders aussehen. Ja. Das aber ist also höchst unterschiedlich. Aber es ist spannend, um so einen ungefähren Daumenwert zu haben. Genau. So, jetzt eine Sache habe ich vergessen. Ich habe ganz viele Sachen vergessen. Jetzt muss man sagen, was ist euer Bremsen-Setup und dann sind wir auch gleich fertig. Ja, Bremsen-Setup haben wir schon mal unterschiedlich drauf. Ja. Im Moment fahren wir Hawk-Bremsbeläge, mit denen wir ganz gut parat kommen. Haben aber auch schon mal so Paget und so ausprobiert. Okay, alles klar. Und das funktioniert? Also Hawk funktioniert wunderbar. Ja, alles klar. Genau. So, jetzt haben wir wahrscheinlich immer noch die Hälfte vergessen, aber wir haben schon wieder 19 Minuten 40. Deswegen, Sven, sage ich Dankeschön, dass du da warst. Ich finde dein Auto danke super. Auch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen halt finde ich geil die Autos, die nicht so völlig nach oben eskalieren mit dem Preis, sondern irgendwas, was man sich vielleicht noch als junger Bursche vielleicht oder als junges Mädel irgendwie, wovon man zumindest träumen kann. Ja, genau, genau. Richtig. Das ist sehr gut. Sven, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Wenn ihr auch ein bisschen Spaß hattet und ihr Lust habt, vielleicht euer Auto auch mit uns vorzustellen, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram oder bei Facebook und dann melden wir uns bei euch und dann drehen wir sowas auch sehr gerne mit euch. Sven, ich sage mal danke. Ja, danke auch. Ich wünsche dem neuen Besitzer auch ganz viel Spaß damit und euch viel Erfolg in der VLN und der RCN. Kann man euch irgendwo folgen bei Instagram oder? Ja, bei Facebook sind wir. Ja? Eine Homepage haben wir. Alles klar. Wunderbar. Motorsport.de. Ja, das fühlen wir hier irgendwo ein. Ne? Passt. Und dann nochmal danke Sven. Gerne, danke für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao, ciao.
Ah, Wunderbärchen. Jetzt will ich rauskommen. Ah, das kriegen wir schon hin.